Microchips stecken in nahezu jedem technischen Gerät. Seit vergangenem Jahr sind sie allerdings Mangelware. Und zu diesem Thema ist heute bei mir im Studio zu Gast Infineon Austria CEO Sabine Herrlitschka. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Infineon produziert ja als einer der weltgrößten Hersteller von Halbleitern in Asien, in Europa, auch in Villach. Wie hat sich denn die Corona-Zeit auf die Produktion ausgewirkt? Ja, die Corona-Zeit war für alle anspruchsvoll, für uns auch. Einerseits, um die Produktion weiter vorantreiben zu können. Aber darüber hinaus, wir setzen ja derzeit die größte Investition in der Firmengeschichte um, 1,6 Milliarden, die in die Erweiterung unserer Chipproduktion in Villach in Österreich investiert wird. Das ist nicht nur die größte Investition in Österreich, sondern in unserer Branche derzeit auch die größte in Europa. Und das auch durch die Corona-Pandemie hier durchzuführen, im Wesentlichen mit all den Einschränkungen, die auch gewesen sind, Reisebeschränkungen und alles am Anfang, die Frage, kann man Bau weiterführen? Also das war die besondere Herausforderung und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir es geschafft haben, das nicht nur gut fortzusetzen, sondern wir werden jetzt auch mit der Produktion starten können, sogar ein Quartal früher. Genial. Wie ist denn überhaupt dieser Halbleitermangel eigentlich entstanden? Das sind eine Reihe von Effekten, die hier übereinander gelagert sind. Das eine ist, Ende 2019 gab es im Automotive-Bereich, die Automobilindustrie, natürlich getrieben auch von der Transformation Richtung Elektrifizierung, gab es eine Reduktion der Nachfrage. Na, dann kam die Pandemie. Wir haben uns alle wiedergefunden im Homeoffice. Das heißt, die Nachfrage nach Homeschooling, Homeoffice, die Laptops, die Computer, alle diese digitalen Instrumente, die wir oder elektronischen Instrumente, die wir verwendet haben. Und damit ist die Nachfrage sehr stark angestiegen. Und dazu dann geopolitische Verschiebungen, Verwerfungen, USA, China, was zu Einschränkungen geführt hat. Ja, und so ist es jetzt dazu gekommen, dass es eine sehr große Nachfrage gibt. Wir sind ein Unternehmen, das in 2018 die große Investition angekündigt hat. Viele andere haben damit noch gewartet und so hat sich die Situation dann zugespitzt. Also insofern ein Mangel, der Infineon in die Karten spielt, wenn man das so sagen kann. Was produziert denn Infineon in Österreich ganz genau? Sie haben schon erwähnt, ein großes neues Werk. Ja, wir sind ja in Österreich seit rund 50 Jahren tätig. Wir feiern heuer 50 plus 1. Wir hätten letztes Jahr das 50-jährige Jubiläum gehabt. Wir haben begonnen als verlängerte Werkbank. Also damals war billig produzieren. Wir sind heute das forschungsstärkste Unternehmen oder eins der forschungsstärksten Unternehmen in Österreich und kombinieren Forschung und Entwicklung plus Produktion und globale Geschäftsverantwortung. Und wir stellen im Wesentlichen Produkte her, die Energieeffizienz adressieren, nachhaltige Mobilität, aber auch viel im Bereich Sensorik. Und dazu habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht. Gerade im Bereich der Energieeffizienz. Bei Energieeffizienz, bei den Chips, wir sagen ganz gern Energiesparchips, geht es darum, Strom intelligent zu schalten und damit die Effizienz zu erschließen, CO2 zu reduzieren. Und was man dann hier zum Beispiel drauf sieht, ist so ein kleiner Chip, der die Intelligenz zur Verfügung stellt, um die Stromwandlung durchzuführen und das findet sich in Photovoltaik-Elementen und erschließt damit die Ressource Photovoltaik und die Energieeffizienz, die damit verbunden ist. Wir haben mit unseren Energiesparchips sind wir in rund 50% der globalen Serverfarmen vertreten. Und ist natürlich eine technologische Antwort auf die große Herausforderung, nämlich Klimawandel. Ganz genau, die Energiebranche ist ja da eine der wichtigsten Komponenten überhaupt. Sie haben es auch schon erwähnt, Infineon, eines der forschungsstärksten Unternehmen in Österreich. Sie haben jetzt auch in Linz ein neues Forschungsgebäude errichtet. Woran wird denn da geforscht und wie kann man sich das vorstellen? In Linz sind wir vor allem mit Hochfrequenztechnologien vertreten. Hochfrequenz auf der einen Seite bei Handys,
Also eigentlich im Kern damals bei der Gründung, das war damals ein Spin-off der Universität Linz, der Kepler-Universität Linz, damals war die Erkenntnis im Hintergrund, dass über Mobilfunk dass Telefonie zwar ein wichtiger Teil ist, aber dass der Datentransfer ein noch wichtiger Teil sein wird. Und das ist seit damals weiterentwickelt worden. Das heißt, Verstärker, Antennen in Handys, das basiert über weite Strecken auf Hochfrequenztechnologie. Und das andere, und auch da habe ich ein Beispiel mitgenommen, Sensorik im Auto, Radar zum Beispiel. Und da sieht man so einen kleinen Radarchip, den jeder und jeder von uns auch im Auto dann hat. Radar als Sensorik-Element, um das Autofahren weiter noch sicherer zu machen, um autonomes Fahren dann weiter zu unterstützen. Und auch das beruht auf Hochfrequenztechnologie, die eben in dem Fall in der Sensorik beim Auto angewandt wird. Sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum jetzt die Autoindustrie ja ganz besonders unter dem Halbleitermangel leidet. Infineon als Spin-off der JKU, wie schaut denn das heutzutage aus? Also das war vor 50 Jahren. Ist Österreich noch stark genug, um solche Weltmarktführer als Spin-offs aus der Forschung heraus hervorzubringen? In Linz war die Geschichte die, dass das damalige Spin-off der Kepler-Universität, das war die damalige DICE, ist gegründet worden unter anderem vom späteren Rektor. Und aus dem ist dann ein Unternehmen entstanden, wo Infineon eingestiegen ist in der Folge. Infineon ist ja ursprünglich aus Siemens hervorgegangen und vor jetzt 20 und 1 Jahren eigenständig geworden und hat dann schlussendlich so seinen Weg gefunden. Eine Geschichte, die sich so wiederholen kann heutzutage in Österreich? Ja, hoffentlich. Ja. Also Sie arbeiten ja ganz wesentlich daran, dass aus vielversprechenden Ideen dann auch große Beiträge werden können. Für uns ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir auch mit Spin-offs, mit Startups weiter zusammenarbeiten. Meines Erachtens ist das eine perfekte Kombination von Kompetenzen. Viele Startups, viele Spin-offs sind deutlich agiler, als ein großes Unternehmen sein kann. Und umgekehrt, ein großes Unternehmen kennt die Märkte besser, hat die Marktzugänge besser, ist in der Lage, auch technologische Lösungen in die Breite zu bringen. Ein Beispiel ist zweifellos auch Tesla. Wenn man sieht, Elon Musk hat fantastische Visionen, aber dann hat er auch erleben müssen, die Vision dann wirklich mit Produkten auf den Markt zu bringen, also eine Produktion für die Serie hochzuziehen, ist gar nicht so leicht. Und da sieht man, dass sich hier das Know-how perfekt ergänzen kann. Wie arbeitet denn Infineon ganz konkret mit Startups zusammen? Wir sind in vielen Netzwerken, die es in Österreich gibt, insbesondere in Wien. Wir arbeiten ja auch mit dem Brutkasten sehr intensiv zusammen. Wir haben uns in Wien vor ein paar Jahren eingemietet an der Technischen Universität Wien, der Infineon Hub, der auch eine Art Plattform ist für unsere Netzwerkaktivitäten. Und so wollen wir schauen, wo tun sich interessante Ideen auf, wo gründen sich Spin-offs oder Startups. Und für uns sind die Optionen über das ganze Spektrum, ob es eine Kooperation ist, ob es irgendwann eine Beteiligung sein kann. Und wir sind bei etlichen Produkten, die sich heute in der Anwendung finden, die kommen ursprünglich auch aus Kooperationen mit kleinen Unternehmen. Vielleicht nochmal zum Big Picture. Die Halbleiterproduktion, das ist ein Milliardenmarkt, ein weltweiter. Welche Rolle spielt denn da Europa in diesem weltweiten Gefüge? Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich kann mich erinnern, meine ersten Präsentationen zu dieser geopolitischen Entwicklung habe ich im Jahr 2015, 2016 gemacht. Einfach aus der Erkenntnis heraus, von den 20 größten Halbleiterunternehmen werden nur noch 3 aus Europa heraus gesteuert. Und das in einer Branche, wo unser tägliches Leben so stark von Mikroelektronik, von Halbleitern geprägt ist. In fast jedem Gerät finden Sie Mikroelektronik. Ein Leben, so wie wir es kennen,
ohne Halbleiter gibt es eigentlich nicht. Und nur um ein Beispiel noch zu bringen, jeder, der sein Smartphone verwendet, findet darin unsere Mikrofone, Silizium-Mikrofone. Und telefonieren ohne Mikro ist nicht mehr sehr praktisch zum Beispiel. Also wir sind in zwei der drei weit verbreitetsten Handys sind wir mit unserer Technologie drinnen. Also sehr weit verbreitet. Es hat sich diese Zuspitzung durchaus schon abgezeichnet durch die Konsolidierungen, die Akquisitionen, die über die Jahre stattgefunden haben. Und die Pandemie hat da vieles noch verschärft. Die Pandemie hat eigentlich sehr deutlich gezeigt, wir haben zuerst schon darüber gesprochen, Chipmangel, wie systemrelevant Halbleiter sind. Und wir finden uns heute in der Situation, dass China massiv auf Mikroelektronik-Halbleiter investiert und darauf setzt. USA haben gerade jetzt vor ein paar Tagen ein großes Paket beschlossen, wo sie den Teil auch noch weiter stärken. Und in Europa gibt es gute Überlegungen, gute Strategiepapiere, auch etliches an Maßnahmen. Eine europäische Allianz von Unternehmen, Europäischer Kommission und Mitgliedsländern, Excel, die Kräfte auch bündeln. Aber es ist jetzt schon allen sehr deutlich geworden, dass man noch mehr darauf setzen muss. Ein Stichwort ist die technologische Souveränität, die hier eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das muss man und das will man auch in Europa stärken. Vielleicht ein Gedanke dabei noch, das führt natürlich nicht dazu, dass man sich in Europa verschließt oder Globalisierung einschränken möchte. Wir brauchen Globalisierung. Globalisierung hat viel Wohlstand gebracht für alle. Aber das muss aufbauen auf Stärken, die wir auch in Europa haben. Und das ist der wesentliche Punkt. Mhm, auf jeden Fall, ja. Sie sind ja auch stellvertretende Vorsitzende des Forschungsrats in Österreich und der berät auch die Regierung. Jetzt ist ein aktueller Bericht auch herausgekommen. Was sind denn die dringendsten Empfehlungen in Sachen Innovation und Forschung an die Regierung in Österreich? Ja, auf der einen Seite halte ich es für wichtig festzustellen, Forschung und Entwicklung wird in Reden immer gerne als wichtig bezeichnet. Wenn es dann in der Praxis darum geht, umzusetzen oder auch Weichen zu stellen, dann ist das nicht immer durchgängig der Fall. Die österreichische Regierung hat im Dezember letzten Jahres die neue Forschungs- und Technologiestrategie beschlossen und auch den Forschungs- und Innovationspakt, der damit Planungssicherheit auch gibt. Also das ist gerade in der Krise ein wichtiger und guter Schritt gewesen. Gleichzeitig, wir als Rat haben seit 2012 die Aufgabe, jährlich den Leistungsbericht auch zu formulieren, ein Set von vielen Indikatoren, wo man Österreich vergleicht mit den Innovationsleadern in Europa. Naja, und da zeigt sich, dass wir auf der einen Seite Stärken haben, in der grundsätzlichen Ausstattung des Systems in der Breite. Auch die Unternehmensforschung schneidet da sehr gut ab. Dort, wo wir deutlich Nachholbedarf haben, und das ist leider seit vielen Jahren der Fall, ist gerade in der Gründerdynamik. Das betrifft Sie sehr und das kennen Sie schon. Und das andere Thema ist die Digitalisierung. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie wichtig die Digitalisierung ist. Aber vor allem digitale Infrastruktur, Stichwort Breitband, das ist ein ganz wichtiges Thema, oder auch Fachkräfte, zum Beispiel mit Kompetenzen Richtung Digitalisierung. Was brauchst du da ganz konkret? Das sind ja durchaus Themen, die wir seit Jahren verfolgen. Genau. Naja, jetzt in der Digitalisierung im Breitbandausbau, die Investitionen dafür, da ist viel vorgesehen im Recovery Plan der österreichischen Bundesregierung, das ist gut. Mein Credo ist halt immer, es muss rasch umgesetzt werden. Geschwindigkeit ist ein Wettbewerbsfaktor. Ja, und Fachkräfte, genauso die Bildung. Wie lang reden wir über die Bildung? Ich glaube, gerade auch hier mit dem Hintergrund der Digitalisierung, mit der Erfahrung der Pandemie, wo es geheißen hat, vieles geht gar nicht zu digitalisieren. Auf einmal in der Bildung hat man gesehen, mit allen Einschränkungen. Ja. Aber natürlich ist es gegangen mit Homeschooling und auch wenn es nicht ideal war, aber in vielen Fällen hat vieles schon noch ganz gut geklappt. Und da würde ich mir wünschen, dass man gerade für die Bildung
die Digitalisierung den Rückenwind jetzt aus dem Digitalisierungsschub schon deutlich nutzt. Wir haben auch über Jahre einen Mangel an Technikbegeisterung in Österreich, junge Leute in Summe, aber auch Frauen und Technik. Und auch da kann die Digitalisierung extrem helfen, um ja, diese Begeisterung und damit diese Chancen aufzutun für spannende Lebensverläufe, Berufsverläufe in der Technik. Auf jeden Fall, ja. Spürt Infineon den Fachkräftemangel? Wir haben aktuell an die 170 offene Stellen. Und für uns, genauso wie für viele andere, ist das Thema Fachkräftemangel seit langem eines. Für viele Unternehmen ist es wachstumslimitierend. Und das ist gerade jetzt ja besonders bedauerlich. Wir haben hohe Zahlen an arbeitslosen Menschen in Kurzarbeit und gleichzeitig in anderen Branchen an Fachkräftemangel. Und dieser Mismatch, den gilt es jetzt stark zu adressieren. Mhm. Weil schlussendlich geht es um Chancen. Mhm. Es geht um ganz konkrete Berufschancen für Menschen. Ganz genau. Sabine Herrlitschka, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Herzlichen Dank auch euch fürs Zusehen und bis bald hier im Brutkastentalk.